Hallo und herzlich willkommen zu DSLR Filmer. Ich bin Joe. Ich werde heute euch das Zoom H1 vorstellen. Einfach mal kurz die Funktionen und sowas durchgehen. Es ist ein super Gerät für 100 Euro. Auf der Vorderseite ganz prominent natürlich die beiden Mikrofone, Stereo-Mikrofone, geschützt von der Plastikhülle. Dann auf dem Bildschirm werden die Levels angezeigt, die verbleibende Aufnahmezeit, die Tonqualität, die man eingestellt hat, Akku, alle wichtigen Informationen, die man halt braucht. Der Aufnahmeknopf natürlich auch ganz wichtig. Der USB-Anschluss, um die Dateien natürlich auf den Computer zu übertragen. Man kann natürlich auch optionell einfach einen SD-Karten-Adapter benutzen dafür. Den An- und Ausknopf, den Löschknopf, damit man verschiedene Dateien löschen kann, wenn sie nichts geworden sind. Hier die beiden Links- und Rechtsknöpfe, um durch die Dateien zu scrollen. Dann Play und Pause, natürlich auch ganz wichtig. Hiermit kann man den Input-Level steuern von dem Gerät. Und natürlich die Line-In für ein externes Mikrofon, falls man das benötigen sollte. So, auf der linken Seite von dem Gerät ist der Line-In für Kopfhörer. Ist natürlich ganz wichtig, wenn man dann beim Aufnehmen ist, dass man da so Hintergrundgeräusche mit den Kopfhörern so ausblenden kann, damit man kontrollieren kann, ob der Ton auch gut geworden ist. Und dann hat man noch den Volume-Rocker, um dann einfach die Lautstärke einzustellen. Auf der Rückseite finden sich drei Schieber. Der erste bestimmt, ob am Anfang und am Ende der Aufnahme so gefadet werden soll, also nicht, dass es so ein abruptes Start und Ende gibt. Auto-Level kann man einstellen, wenn er auf On steht, steuert das Gerät automatisch. Auf Off kann man das dann manuell unter den Input-Level dann steuern. Und dann natürlich kann man sich entscheiden, ob man in WAV oder MP3 aufnehmen möchte. Das ist natürlich auch ein Unterschied dann von der Qualität. Wenn man eine hohe Qualität wünscht, ist natürlich WAV zu empfehlen. Da kann man natürlich auch noch die Qualität von den WAV-Dateien einstellen. Aber wenn einfach eine einfache Aufnahme reicht, dann kann man auch einfach auf MP3 schalten bei 256, obwohl das ist zu wenig. 320 ist sehr empfehlenswert bei MP3-Aufnahmen, das ist nicht die höchste Qualität. Natürlich muss man da auch beachten, dass je höher die Qualität ist, desto weniger Aufnahmezeit hat man mit dem Gerät. Auch ganz cool ist hier unten ein kleiner Lautsprecher, um die Dateien dann abzuspielen. Braucht man nicht unbedingt Kopfhörer, ist aber natürlich empfehlenswert. Und auf der Rückseite befindet sich noch ein kleiner Schraubverschluss, damit man das auf einem Stativ schrauben kann. Ist natürlich auch ganz praktisch. Kann man dann zum Beispiel mit einer Tonangel arbeiten. Nachteile von dem Gerät sind, es ist eine etwas schlechtere Verarbeitung. Also wenn man das in der Hand hält und ein bisschen knarzt, ich kann es ja mal das Mikro halten, hört man das? Also knarzt das Gehäuse und das wird natürlich immer mit aufgenommen. Also wenn man das in der Hand hält, ruhig ganz leicht in der Hand halten, so dass da vom Gehäuse kein Ton entsteht. Auch bei zum Beispiel heute windigem Wetter ist es sehr empfehlenswert, einen kleinen Aufsatz mitzunehmen. Also das verhindert das Aufnehmen von Windgeräuschen und filtert das natürlich gut aus, sodass man gute Aufnahmen kriegt. Sowas kostet nicht viel auf Amazon. Man kann auch im Notfall eine Socke einfach drüber stülpen. Das reicht dann teilweise auch. Alles in allem ist es ein super Gerät für Anfänger, die sich auch nicht großartig mit Ton auskennen und mal einfach so drauf losfilmen wollen. Für 100 Euro auf Amazon zu haben, ein super Gerät, kann ich nur weiterempfehlen.